Herzlich willkommen in meinem neuen Kursraum. Noch sitze ich alleine an diesem großen Tisch in meinem neuen Kurslokal. Doch bereits diesen Sonntag werde ich den ersten Kurs in diesen schönen Räumen geben. Dank eines Freundes konnte ich dieses Projekt umsetzen. Denn unter diesem Tisch ist noch meine Kosmetikliege. Was ich heute zeigen werde, sind zwei Weihnachtsdekorationen. Das eine ist sicher ganz toll, auch mit Kindern zu machen. Dann werde ich auf einen Kommentar eingehen, da zeige ich kurz noch was. Und für die, die es interessiert, gibt es einen kleinen, längeren Rundgang durch die Ausstellung. Es sind doch 54 Teilnehmer, also ein bisschen eine größere Ausstellung wie die letzte. Die, die es interessiert, lade ich ganz herzlich ein, bis zum Schluss dabei zu sein. Und so würde ich sagen, starten wir in diesen neuen, schönen Räumen. Viel Spaß dabei! Ich bin ganz happy in diesem Raum. Es ist so schön hell hier. Es macht wirklich Freude, an diesem neuen Tisch zu arbeiten. Zu der Frage von der lieben Monika. Sie hat mich gefragt, wie ich diesen Kranz gebunden habe. Das war der hier. Den habe ich jetzt gefühlt zum 10. Mal auseinandergenommen. Wenn du dich anders
vorletzte Video erinnerst, habe ich ja den dekoriert, ich habe ihn wieder auseinandergebaut. Und ich zeige jetzt nur ganz kurz den Anfang, wie ich den gebunden habe. Und zwar habe ich hier, das sind so Gräser, die ich gefunden habe. Es spielt grundsätzlich keine Rolle, was du nimmst. Die eignen sich einfach sehr gut, weil man hier dann eben sehr einfach Sachen einfach nur reinstecken kann. Ich zeige dir jetzt ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Dafür brauchst du, wie gesagt, Gräser, was getrocknet ist, einfach das, was du findest oder was dir gefällt. Dann habe ich einen Draht, ich habe einen etwas dünneren Draht genommen und eine Zange oder eine Schere. Dann nimmst du die auseinander, recht kurz. Ich mache es jetzt etwas schmäler, etwas kleiner, weil ich habe nicht mehr so viel von denen. Ich habe die heute extra noch auf dem Hundespaziergang gesammelt, weil ich keine mehr hatte. Dann machst du so wie ein kleiner Strauß, nimmst den Draht und wickelst ihn um das Gras herum. So ganz einfach gewickelt, dann nimmst du wieder von den Gräsern und machst wieder so einen kleinen Strauß und legst den so obendrauf, ein bisschen versetzt und wickelst das wieder. Und das machst du so, wie es dir gefällt. Also du kannst es schmäler machen, du kannst es breiter machen, ganz wie du magst. Und dann kommt das hier versetzt wieder dazu und dann wickelst du wieder. Und so machst du das den ganzen Kranz, so groß wie du ihn haben möchtest. Und dann schaut das am Schluss so aus. Und hinten dann so, hier siehst du, wie ich das einfach wirklich nur so ganz einfach gewickelt habe. Habe ihn dann besprüht, ein bisschen mit Schwarz und ein bisschen mit Gold. Und dann kannst du ihn komplett ausdekorieren. Nun, liebe Monika, ich hoffe, es war dir eine Hilfe, dass ich dir das kurz nochmals gezeigt habe. Ansonsten schreib nochmals unten in die Kommentare und dann werden wir das schon schaukeln miteinander. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spaß bei den anderen kreativen Inspirationen, die ich dir jetzt gleich noch zeigen werde. Und am Schluss sehen wir uns nochmals kurz. Also, viel Spaß!
Das waren nun meine zwei kleinen Inspirationen für dich. Ich hoffe, es war etwas dabei. Ich habe mir überlegt, dass ich bis zu Weihnachten mehrere kurze Videos machen werde. Also nicht nur am Sonntag, sondern auch mal unter der Woche, aber nicht jeden Tag. Dafür fehlt mir die Zeit. Aber einfach so kleine 5-6-minütige Videos mit kleinen Dekorationen und Weihnachtskarten und was mir alles sonst noch einfällt. Dann würde ich sagen, das war's. Jetzt zum Anschluss kommen noch die Bilder oder das Video von der Ausstellung. Wenn du magst, bleib dran, schau es dir an. Ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen, lieben Kommentare. Ich bedanke mich für ein Like oder für ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent. Tschüss zusammen.